Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chartanalyse DFI und BTC. Mein Name ist Klerik und ihr seid hier auf meinem Krypto-Kanal. Ich hatte gestern leider keine Zeit, ein Video zu machen. Es wäre spannend gewesen, weil er gestern genau die Preisziele angelaufen hat, die ich vorher gesehen hatte. Und naja, jetzt müssen wir einen Tag überspringen. Ist aber auch nicht so schlimm, weil es ging ja nur nach oben und das mögen wir natürlich alle. Und natürlich ist es schön, dass er jetzt so einen riesengroßen Pump gemacht hat. Und wir wollen uns jetzt mal angucken, in welche Richtung es noch gehen kann oder wird. Also der letzte Stand von vorgestern war, dass wir hier bei 2,80 waren. Da habe ich gesagt, so eine kleine Seitwärtsphase, vielleicht so ein kleiner Weg nach unten hier. Und dann geht es nach oben weg. Und das hat er auch gemacht. Schöne Seitwärtsphase, hier ein Weg nicht ganz nach unten. Aber auf jeden Fall ging er dann nach oben. Dann kam hier um 17 Uhr der Pump richtig schön nach oben. Und wir sehen, dass wir hier in unsere Zone reingelaufen sind zwischen 2,96 und 3,17. Das war diese Zone, wo er auf jeden Fall noch einmal stehen bleiben muss. Das ist einfach das Gesündeste, was passieren kann, bevor er weiterläuft. Und wenn wir uns das jetzt im Genauen mal angucken, was da passiert ist, da ist er hochgelaufen in diese Box, genau 3 Dollar wie vorhergesagt, dann runtergelaufen auf die 2,97 Dollar. Das ist ja das, wo er auf jeden Fall nochmal Anschwung brauchte. Und dann ist er durchgeschossen durch diese 3,17 Dollar rüber. Das war sehr, sehr gut. Schlusskurs gemacht, leider kein Follow-up. Damit war klar, es kommt wieder ein Abverkauf, ist auch stattgefunden, ist also wieder in dieser Box gelandet, so wie wir das erwartet haben, dass er in dieser Box hin und her läuft. Und das hat er jetzt auch gemacht. Hier ein schöner Weg nach unten in dieser Box stabilisiert und jetzt greift er nochmal das nächste Hoch an. So, also jetzt gerade sind wir dabei, hier dieses letzte Hoch anzugreifen. Das heißt, wir versuchen es rauszunehmen. Wir brauchen einen Schlusskurs drüber und wir schauen jetzt mal zwei Szenarien an, was passieren kann, wenn er das schafft oder nicht schafft. Also, wir haben hier jetzt erstmal keine großen Widerstände gehabt, sondern der einzige Widerstand hier vorne, der wurde hier direkt mit der Kerze schon rausgenommen. Dann hat er sich hier ein bisschen aufgehalten und hat jetzt hier sogar nochmal Support gefunden bei diesem Widerstand und ist jetzt wieder hochgelaufen. Wir sehen eine grüne Kerze. Es tut mir leid, das ist alles ein bisschen ganz klein und fein, weil wir hier im Stundenansicht sind und wir es ganz stark zusammenziehen müssen, damit wir hier diese Widerstände erkennen können. Ich könnte natürlich für euch auch in den 4-Stunden-Chart wechseln und das alles ein bisschen auseinanderziehen, aber dann sieht man halt nicht ganz genau, was er gemacht hat, nur so ungefähr. Die 4-Stunden-Kerzen sind doch schon sehr groß und grob, aber naja, gehen wir mal in 4 Stunden, vielleicht können wir das da auch erkennen. Also wir haben in diesem Bereich hier unten, haben wir hier also nochmal Support gefunden. Das heißt, die Kerze hat hier nochmal runtergekauft, verkauft und ist jetzt wieder hochgelaufen oder ist jetzt gerade dabei. Und wir sind gerade dabei, hier dieses letzte Hoch von 3,33 Dollar zu brechen. Wenn wir das schaffen, dann wird es auf jeden Fall sehr interessant, weil dann eigentlich nichts mehr im Wege ist, bis hier oben zu der 2,62 Dollar bis 2,72 Dollar. Das wird dann unser nächster Widerstand, wo er wieder kurz anhaken könnte, wieder runterfallen könnte. Er darf immer wieder auch eine größere Abverkaufsstrecke machen. Er könnte zum Beispiel bis zu diesem Hoch hier runtergehen und es wäre trotzdem immer noch alles bullisch. So wie er das hier auch gemacht hat. Hier vorne hochgelaufen, dann wieder so stark abverkauft und trotzdem wieder höher gelaufen, höheres Hoch gemacht, stark abgefrauft und so weiter. Und das darf er auf jeden Fall auch tun, das wäre nicht schlimm, aber ich glaube nicht, dass er das tun wird. Warum glaube ich das? Und zwar kommt dieser Pump ja nicht einfach so, sondern weil jetzt endlich die ganzen Arbitrage-Optionen, die das hier runtergedrückt haben, die drücken das jetzt wieder rauf. Und zwar als dann rauskam, dass mit dem neuen Update der DUSD-Preis runtergedrückt werden wird auf 1 Dollar, haben natürlich viele, viele Leute angefangen, Vaults zu erstellen, DUSD zu minten, haben diese DUSD dann gewechselt gegen DFI und haben die dann gerettet in einen neutralen USDC oder USD Tether Pool. Und das ist dieses Problem, was dann diesen Preis nach unten drückt, weil je mehr Leute aus dem USDC-Pool USDC rausziehen und DFI reinwerfen, desto billiger wird ja der DFI, weil wir viel mehr DFI in dem Pool haben. Und das hat diesen riesengroßen Dump nach unten ausgelöst. Und jetzt, wo endlich der DUSD-Preis auf 1 Dollar wieder hoch ist, da sehen wir halt diesen Pump nach oben, weil alle Leute wieder aus dem USDC in den DFI rein wollen.
Die wollen das ja wieder realisieren. Das heißt also, die gehen aus dem USDC-Pool in den DFI, nehmen den DFI, um dann ihre Volts abzuzahlen. Und das macht diesen Preisunterschied aus. Ich erkläre das in einem anderen Video dann noch einmal ein bisschen besser. Aber auf jeden Fall, das drückt den Preis nach oben. Und deswegen glaube ich, dass hier auch noch kein Ende ist. Also wir sind hier gut auf einem guten Wege, die 4-Dollar-Marke zu knacken. Und ich denke, das ist sehr, sehr, sehr hübsch, was hier gerade passiert. Und die 4-Dollar-Marke wäre auf jeden Fall der nächste große Hit, den wir hier landen können. Wenn das jetzt hier so weitergeht, wird er, weil hier kaum noch irgendwelche Resistenzen sind, die wirklich irgendwie was zu sagen haben, da wird er hier hochlaufen, auf jeden Fall bis zu 3,60 Dollar bis 3,70 Dollar. Das ist der nächste Bereich, der wirklich ein starker Resistenzbereich ist. Hier könnte also nochmal ein Abverkauf wieder hoch und runter, vielleicht auch eine Seitwärtsphase, so wie wir es hier gesehen haben. Aber auf jeden Fall hier müssen wir mit einer Reaktion rechnen. Könnte auch sein, dass er hier abverkauft, was ich erstmal nicht glaube, aber die Möglichkeit besteht. Und dann, wenn dieser Bereich endlich gebrochen ist, dann geht das hier höher und ungefähr auf die 4 Dollar. Das ist die Marke, die ich als nächstes erwarte. Und ich glaube, wenn wir diese Marke erreicht haben, dann ist es auch sehr, sehr gesund für den DFI. Wir haben dann die erste Abwärtsbewegung hier gebrochen. Das ist das letzte High gewesen, das haben wir gebrochen. Und wenn jetzt auch noch das vorletzte High bricht, dann fängt einfach ein sehr schöner bullischer Trend an und dann können wir noch viel, viel schönere Kurse erwarten. Und vor allem das letzte High hier oben rausnehmen. Schauen wir mal in den BTC rein. Was hat der BTC gemacht? Der BTC sieht genauso schön aus wie der DFI, nur nicht ganz so stark. Der DFI hat natürlich den BTC sehr stark outperformt. Und aber wir sehen im BTC genau das gleiche, was wir im DFI gesehen hatten. Wir haben hier den Pump nach oben gehabt, haben eine schöne Seitwärtsphase gemacht. Ich habe euch ja gesagt, Seitwärtsphase oder einmal kurz runter hier her. Das wäre das gewesen, was wir gebraucht hätten. Er hat die Seitwärtsphase gemacht und ist jetzt nach oben weggeschossen. Wir sind jetzt hier im BTC gerade dabei, hier das letzte Hoch anzugreifen. Das heißt, er ist nicht ganz so stark wie der DFI, weil der DFI das Hoch schon überschossen hatte. Aber es ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich, dass er das hier erreichen wird. Das, wo er jetzt gerade kämpft, ist hier diese Kante bei 43.500. Ich habe ja euch ja hier unten gesagt, dass 44.000 das nächste Target sein wird und das ist jetzt auch schon fast erreicht. Also 44.000 wäre hier dieser Strich. Ich denke, das wird jetzt in nächster Zeit kommen und dann, nachdem er auch hier diese große 44.000 und jetzt nicht 300 Grenze überschritten hat, ist wieder auch beim BTC nach oben Platz bis 45.700 und höher. Das heißt, es sieht alles sehr, sehr gut aus. Der ganze Kryptomarkt ist zurzeit wieder ein bisschen bullisch. Und ich glaube auch, das kann eine Zeit lang noch gut gehen und höher gehen. Also ungefähr 48.000 ist auf jeden Fall zu erreichen nach dem Stand von jetzt. Aber wir werden dann später nochmal ins Detail reingehen, wenn eine schöne kleine Korrektur stattfindet. So viel zu der Analyse heute. Ich werde auf jeden Fall heute Abend noch versuchen, ein bisschen detaillierter in das Thema reinzugehen, wenn ich die Zeit finde, ein etwas längeres Video zu machen, dass man versteht, was jetzt wirklich gerade vor sich geht in der DeFi-Chain und wie meine Strategien zurzeit sind. Und das werde ich euch auf jeden Fall noch mal ein bisschen näher bringen. Also freut euch drauf und wir sehen uns auf jeden Fall spätestens morgen wieder. Macht's gut.